Und herzlich willkommen zum Livestream der Stiftung Verbundenheit hier aus der argentinischen Botschaft in Berlin. Mein Name ist Marco Just Killis und ich darf Sie heute durch das Programm führen. Wir haben sehr viele Beiträge, sehr viele Gäste auch und ich bin sehr froh, dass Sie dabei sind. Die Stiftung Verbundenheit ist seit fast 2 Jahren mit Unterstützung aus dem Deutschen Bundestag und dem Ministerium für das Äußere, das Auswärtige Amt in Argentinien und jetzt mittlerweile auch in den Nachbarländern tätig. Wir verbinden und vernetzen die deutsch-argentinischen Vereine und wir bauen mit den Mittlerorganisationen der auswärtigen Kulturpolitik ein regionales Netzwerk der Bürgerdiplomatie auf. Wir werden heute die Inhalte der Stiftungsarbeit präsentieren, die auch hier in diesem Buch vor uns zusammengefasst wurden und wir werden die Personen kennenlernen, die dieses Projekt auch möglich machen. Und ich bin sehr froh, dass zu diesen Personen auch der argentinische Botschafter in Deutschland gehört, Herr Pedro Villagra Delgado, der dieses Projekt von Anfang an unterstützt hat. Herr Botschafter, herzlichen Dank, dass Sie heute auch unser Gastgeber sind. Vielen Dank. Ich finde ein bisschen komisch zu sprechen auf Verbundenheit mit diesem Abstand, den wir müssen alle haben für den Coronavirus. Ich will auf Spanisch sprechen, weil ich habe gesagt, Herr Freude, wir müssen haben etwas auf Spanisch hier aus. Es ist eine Alegría para mí dirigir estas palabras en este día y el hecho de que estemos juntos a pesar de las distancias ya implica de que el Verbundenheit está actuando para derrotar a la pandemia de alguna manera, que la pandemia no nos va a alejar completamente a pesar de que se empeñe y por eso estamos muy alegres de que hayan podido venir a la Embajada Argentina. En particular, yo quiero agradecerle a nuestro querido amigo Stefan Müller, que es el presidente del Grupo de Amistad Parlamentario con el Cono Sur, una persona que está siempre dispuesta a ayudar las relaciones con América Latina, pero con la Argentina en particular. Nosotros estamos muy reconocidos que te viniste desde Baviera, hiciste el viaje especialmente para reunirte con el ministro de Relaciones Exteriores, Felipe Solá, en febrero cuando estuvieron acá, y es algo que valoramos realmente muy, muy mucho. Quiero también agradecer a Helmut Kosig por estar acá también, y a los diputados Alois Karl y Thomas End, que entiendo que van a estar virtualmente, a la profesora Marianne Bright, es bueno tenerla acá también, por supuesto, del Instituto Latinoamericano de la Freie Universität Berlin, donde yo vivo muy cerca, porque yo estoy en Dahlem, si la residencia está a muy poquitas cuadras, y a la artista escénica Sara Koch, Sara Koch, ¿no? Está tapada por la cámara. Y naturalmente, bueno, Marco Just, que sos el motor de todo esto. La amistad yo creo que une a la Argentina con Alemania es una de larga data y las comunidades alemanas en la Argentina, así como tenemos acá centros argentinos en Alemania, juegan un papel central. De alguna manera, esto es lo que llamamos la acción de la sociedad civil, es decir, que no son solamente los gobiernos los que juntan a los países, sino más que nada es la gente. Y eso es muy importante. Nosotros trabajamos conjuntamente en varios ámbitos, en intercambio juvenil, que es parte de lo que estamos haciendo, el voluntariado, por ejemplo, que permite que los participantes mantengan conectados, el Verbund en que hablamos, el intercambio académico y científico, que posibilita el armado de lazos profesionales a largo plazo. Y desde hace décadas, la Argentina y Alemania se benefician también de un fluido intercambio cultural gracias a diferentes y prestigiosas instituciones que lo consolidan día a día. Respecto al vínculo científico-académico, podemos mencionar 2 ejemplos. Uno, el Centro Universitario Argentino-Alemán, el CUA, Universidad Argentino-Alemana fundada en 2012, que cuenta entre 31 proyectos de carreras binacionales con títulos de bachiller, másteres, doctorados, y por otro, la presencia de la prestigiosa Sociedad Max Planck en la Argentina, que es algo que nos enorgullece mucho, tiene una representación allá, y entiendo que es la ciudad de Buenos Aires, de la ciudad de América Latina, donde están presentes, y están en biomedicina, laboratorio de biología estructural, química, biofísica, molecular, las cosas que realmente importan hacia adelante. Quiero mencionar también la comunicación y los vínculos que existen entre municipios de la Argentina y de Alemania, que queremos también fomentar, y sobre todo yo quiero felicitar a la Stiftung Verbundenheit por esta tarea que están haciendo. Tenemos que continuar y wir müssen die Pandemie kämpfen.
Und natürlich, das ist die einzige Gewalt, die es erlaubt ist gegen die Pandemie. Okay. Ohne die Unterstützung der deutschen Botschaft in Buenos Aires sicherlich eine andere. Und ich freue mich sehr, dass der deutsche Botschafter in Argentinien, Herr Jürgen Christian Mertens, mit einer Grußbotschaft heute an unserem Event teilnimmt. Und ich bedanke mich auch im Namen des Stiftungsvorsitzenden Dr. Oliver Jung, der direkt im Anschluss sprechen wird, für die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der deutschen Botschaft in Buenos Aires. Hallo aus Buenos Aires. Guten Abend nach Berlin und guten Tag an alle Zuhörerinnen und Zuhörer in Argentinien. Wir schauen schon ein wenig neidisch darauf, dass in Berlin kleinere Events wieder in persönlicher Anwesenheit möglich sind. Und wir hoffen sehr, dass das auch bald in Argentinien wieder so sein wird. Aber ich nehme sehr gern auch aus der Ferne und per Video an dieser Veranstaltung teil. Deutschland und Argentinien, das wissen Sie besser als ich, zeichnen sich ohne Zweifel durch kulturelle und gesellschaftliche Beziehungen von großer Breite und Tiefe aus. In meinen 3 Jahren als deutscher Botschafter in Argentinien habe ich diese vielfältige Verbundenheit zwischen unseren Gesellschaften oft erlebt und schätze diese sehr. Deutschland ist im Alltagsleben vieler Argentinier sehr präsent. Bis zu 2 Millionen Argentinier haben deutschsprachige Vorfahren. Deutsch-argentinische Vereine und Gemeinschaften im ganzen Land tragen mit ihren vielseitigen Aktivitäten zur Vermittlung der deutschen Sprache und Kultur bei. Viele tausend Argentinierinnen und Argentinier lernen Deutsch oder haben gar in Deutschland studiert. Und noch viel mehr Menschen interessieren sich für Deutschland, obwohl sie keine persönlichen Verbindungen in unser Land haben. Diesen Schatz müssen wir pflegen. Deswegen freue ich mich besonders darüber, dass die Stiftung Verbundenheit Wichtiges dazu beiträgt, die gesellschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschland und Argentinien zu stärken. Im vergangenen Jahr konnten wir mehrere gemeinsame Projekte umsetzen, auch und gerade außerhalb der großen Städte. Und ich bin sicher, dass das auch in Zukunft so sein wird. Ich wünsche Ihnen allen viel Erfolg bei der weiteren Arbeit. Ja, verehrter Herr Botschafter, Parlamentarier, verehrte Gäste, ich grüße Sie herzlich aus der Kaiserstadt Goslar und bedauere es natürlich sehr, dass ich heute Abend nicht bei Ihnen, bei euch in Berlin sein kann. Aber tatsächlich hat dieses Corona-Thema auch die kleine 50.000 Einwohnerstadt im Harz ein bisschen durcheinander gebracht. Und heute spreche ich aber nicht als Oberbürgermeister der Stadt Goslar zu Ihnen, sondern als Vorsitzender der Stiftung Verbundenheit und freue mich, dass wir Ihnen heute Abend unsere Arbeit in Südamerika vorstellen können. Die Stiftung Verbundenheit fördert ja seit vielen Jahren schon den kulturellen Austausch zwischen Deutschland und deutschsprachigen Minderheiten im Ausland. Seit 2018 kümmern wir uns intensiv um Argentinien und seit dem vergangenen Jahr auch um die Nachbarländer in Südamerika. Und ich glaube, ich muss das nicht gesondert betonen, aber ohne Sie, also ohne den Deutschen Bundestag und ohne das Engagement des Auswärtigen Amtes hätten wir keine Chance für diese Projekte. Wir sind also auf Ihre Unterstützung, Ihr Wohlwollen und insbesondere Ihre finanzielle Unterstützung maßgeblich angewiesen und bedanke mich ausdrücklich auch dafür, dass das seit 2018 so gut funktioniert. Und ich meine, dass wir mit unserer Arbeit sehr erfolgreich sind, weil wir uns vernetzen in Argentinien und Südamerika über Goethe-Institut, über DAAD, aber insbesondere über die Kulturvereine in Südamerika und so Gemeinschaften mit und über Förderprojekte mit den Verantwortlichen in Südamerika schaffen. Und die Nähe, glaube ich,
zu den Vereinen, zu dem Ehrenamt, zu den Institutionen ist wahrscheinlich insbesondere deshalb oder ganz sicher insbesondere deshalb entstanden, weil wir nicht zuerst antreten und sagen, wichtig ist die Vermittlung deutscher Sprache, sondern zuerst ist wichtig der kulturelle Austausch und das Brückenbauen. Und dieser Erfahrungsaustausch ist das Wertvolle in unserem Projekt. Wir haben das mit Bürgerdiplomatie beschrieben. Ja, in diesem Sinne hoffe ich auf gute Beratungen, gute Gespräche jetzt in Berlin. Und danke abschließend nochmal sehr herzlich den Verantwortlichen im Deutschen Bundestag für die Unterstützung. Glück auf aus Goslar. Stiftungsvorsitzender Dr. Oliver Jung. Und damit Sie zu Hause einen besseren Eindruck bekommen über die Stiftungsarbeit, haben wir auch für Sie einige Impressionen in einem kurzen Videobeitrag vorbereitet. Alte Partner für die Zukunft, so auch der Titel unseres Buches, das bald zum Downloaden auf der Stiftungs-Homepage, die Sie immer wieder eingeblendet sehen, bereitstehen wird. In diesem Buch finden Sie neben Informationen über unsere Arbeit auch eine Menge Beiträge, zum Beispiel aus der Wissenschaft, aber auch über die Arbeit der deutsch-argentinischen Vereine. Und genau über diese Vereine und ihr Potenzial zu neuen strategischen Partnern für die auswärtige Kultur- und Bildungspolitik Deutschlands zu werden, möchte ich nun mit unseren ersten Gästen sprechen, dem Ratsvorsitzenden der Stiftung Verbundenheit, Herrn Hartmut Koschig, und dem Vorsitzenden der Parlamentariergruppe Konnoisseurstaaten im Bundestag, dem Abgeordneten Stefan Müller. Herzlich willkommen. Herr Koschig, Sie waren mehr als 30 Jahre lang Bundestagsmitglied, haben verschiedene Posten vom Staatssekretär bis hin zum Beauftragten der Bundesregierung für Aussiedler und deutsche Minderheiten im Ausland bekleidet. In dieser Funktion als Beauftragter waren Sie dann auch 2015 in Argentinien und haben zahlreiche deutsche Vereine dort kennengelernt. Was hat Sie damals dazu bewogen, zu sagen, wir brauchen einen staatlichen Ansatz, um deutschsprachige Gemeinschaften auch in Lateinamerika zu begleiten? Ja, mich hat der damalige deutsche Botschafter in Buenos Aires, Graf Waldersee, eingeladen, Argentinien zu besuchen. Wir haben damals vor 5 Jahren des 25. Jahrestages der deutschen Einheit gedacht, aber auch der Überwindung der Militärdiktatur in Argentinien. Und da war eine schöne Veranstaltung im argentinischen Parlament und dann eben auch ein Besuch deutscher Vereinigungen in Argentinien, und man hat gespürt, da ist ein ungeheures Potenzial, und zwar nicht nur in der Hauptstadt Buenos Aires, sondern über das ganze Land verteilt. Und diese Vereine wirken weit in die Zivilgesellschaft hinein und sprechen viele Bürgerinnen und Bürger Argentiniens an, die sich für Deutschland heute, für deutsche Sprache, für deutsche Kultur interessieren. Und das hat mich damals veranlasst, doch mit Kollegen im Deutschen Bundestag, aber auch mit dem Auswärtigen Amt darüber zu sprechen, wie wir dieses Potenzial stärker für die auswärtige Kultur- und Bildungspolitik nutzen können. Einige unserer Zuschauer jetzt
vielleicht nicht wissen, es gibt für deutsche Minderheiten in Osteuropa und den US-Staaten, also die ehemalige Sowjetunion, Förderprogramme des deutschen Staates, die gibt es schon seit Jahrzehnten. Wo sehen Sie den Unterschied, wenn Sie das jetzt vergleichen mit der Arbeit, die die Stiftung Verbundenheit mit den deutschsprachigen Minderheiten in Lateinamerika macht, wo sehen Sie den Unterschied zu der Förderung, die wir in Osteuropa sehen und das, was jetzt in Lateinamerika geschieht? Ja, wir haben es mit einer ganz anderen Bevölkerungsgruppe zu tun. Die Bürger, die sich Deutschland durch Abstammung in Argentinien verbunden fühlen, sind Argentinier mit deutschen Wurzeln. Sie sind keine Minderheit, sondern sie sind bestens integriert in dieses Land. Sie fühlen sich in erster Linie als Argentinier, aber sie wollen auch ihre Verbindung zu Deutschland pflegen. Und deshalb, glaube ich, muss man da einen ganz anderen Ansatz wählen und den dort lebenden Vereinigungen, den Schulen, den Sportvereinen, den Bildungsgesellschaften eben helfen, mit Deutschland kulturell, auch über die kulturellen Mittler, aber auch über das Programm, das wir jetzt mit dem Auswärtigen Amt als Stiftung Verbundenheit entwickelt haben, in einer lebendigen Verbindung zu sein. Herr Koschek, eine letzte Frage mit Blick auf die Zukunft. Was sind die mittelfristigen und längerfristigen Ziele der Stiftung Verbundenheit im Rahmen der Arbeit in Lateinamerika? Also es ist ja gelungen, auch durch Ihren Einsatz ein junges Netzwerk zu gründen, wo junge Bürger Argentiniens, egal ob sie irgendwo eine Verbindung mit Deutschland familiär haben oder ob sie sich für Sprache, Kultur auch als Brücke zwischen unseren beiden Ländern interessieren. Und in diesem jungen Netzwerk, das ganz anders in die Zivilgesellschaft auch in die Zukunft hineinwirken kann, als wenn wir uns in Anführungszeichen nur mit Menschen in Verbindung setzen, die noch persönliche, familiäre Verbindungen nach Deutschland haben. Dieses Hineinwirken in die junge Generation Argentiniens, aber auch in die junge Generation Deutschlands, um sie für unsere bilateralen Beziehungen, für lebendigen kulturellen, aber auch zivilgesellschaftlichen Austausch zu interessieren. Darin sehe ich ein ungeheures Zukunftspotenzial. Herr Koschek, vielen Dank für diese Informationen. Und wir machen jetzt einen kleinen fliegenden Wechsel. Herr Müller, Sie sind parlamentarischer Geschäftsführer der CSU im Deutschen Bundestag, aber auch Vorsitzender der Parlamentariergruppe Konosurstaaten, also genau die Region, wo wir ja jetzt auch aktiv sind. Wir bekommen in unserer Arbeit sehr positive Rückmeldungen, wenn die Menschen mitbekommen, dass dieses Projekt auch Unterstützung aus dem Deutschen Bundestag bekommt. Und diese positiven Rückmeldungen sind auch gekoppelt manchmal an eine Frage, was ist das Interesse, was die Parlamentarier, die uns jetzt unterstützen, auch in diesem Projekt sehen? Wo haben Sie Handlungsbedarf gesehen, dass Sie gesagt haben, dieses Projekt unterstützen wir? Zunächst mal vorneweg schicken, wir haben natürlich exzellente Verbindungen, exzellente bilaterale Beziehungen zu Argentinien. Herr Botschafter hat es ja auch deutlich gemacht. Wir haben das nicht nur auf der Ebene der Regierungen, sondern wir haben das auch auf der Ebene des Parlaments. Wir sind da in einem engen Austausch auch mit Kollegen aus dem argentinischen Parlament. Aber ich finde, das alleine reicht nicht. Also wenn wir über Verbindungen von zwei Ländern reden, dann kommt es ja immer auch darauf an, dass diese guten Beziehungen, die wir haben, auch unterfüttert werden durch Beziehungen auf Ebene der Bürgerschaft und einer Zivilgesellschaft. Und ich finde, es gibt ja nur ganz, ganz wenige Regionen auf der Welt, wo wir so viel Offenheit auch für Deutschland haben, wie beispielsweise in Argentinien das der Fall ist. Und wir haben, wenn ich mir jetzt ganz Lateinamerika ansehe, etwa 8 Millionen, also schätzungsweise 8 Millionen Menschen, die eine Verbindung haben, die eine deutschsprachige Verbindung haben, weil ihre Vorfahren aus Deutschland eingewandert sind zum Beispiel, aber auch, weil sie ein Interesse an Deutschland haben. Und ich finde, wir nutzen dieses Potenzial noch zu wenig. Und deswegen sind wir im Deutschen Bundestag natürlich sehr interessiert daran, dass wir auch Institutionen wie der Stiftung Verbundenheit Unterstützung zuteil werden lassen, um konkret diese Arbeit vor Ort ja auch zu machen, Interesse für Deutschland zu wecken, aber die ohnehin schon sehr guten Beziehungen, ich will mal sagen, noch weiter zu vertiefen. Die Lateinamerika-Politik der Bundesregierung bezieht sich auf eine gemeinsame Wertebasis, wenn es darum geht zu beschreiben, was verbindet uns mit dem Kontinent Lateinamerika. Wir haben es eben in dem kleinen Einspieler gesehen, es geht auch bei unserer Arbeit ganz stark darum, Werte wie Pluralität, Chancengleichheit, auch ökologische
das Umweltbewusstsein zu fördern. Wie schätzen Sie die Erfolgschancen ein, eine gemeinsame Wertebasis eben aus der Mitte der Zivilgesellschaft zu stärken? Letztlich ist diese gemeinsame Wertebasis ja vorhanden. Also wenn wir uns jetzt Europa und wenn wir uns Lateinamerika anschauen, dann gibt es da viele, viele Gemeinsamkeiten, es gibt viele gemeinsame Werte, aber auch da gilt, das Ganze muss natürlich getragen sein, nicht nur von Politikern, sondern vor allem natürlich aus der Zivilgesellschaft oder aus der Bürgerschaft heraus. Und es gibt ja so diesen Begriff der Bürgerdiplomatie, und das ist im besten Sinne das, was ja hier auch in Ihrer Arbeit stattfindet, nämlich zu versuchen, auch über die vielen, vielen lokalen Netzwerke dann Verbindungen zu schaffen, erstmal untereinander, aber dann eben auch zu Deutschland. Und dabei eben auch das Interesse zu wecken in der Bevölkerung, und zwar auf beiden Seiten, aber vor allem natürlich auch in Argentinien und in Südamerika, und vor allem das Interesse auch einer jungen Generation dort zu entwickeln, sodass wir also auch darauf bauen können, dass die guten Beziehungen, die wir heute haben, auch in 10, 20, 30 Jahren noch funktionieren. Vielen Dank für diese Einschätzung an Sie, Herr Müller, auch an Sie, Herr Koschik. Und dass unsere Arbeit viele verschiedene Akteure nicht nur aus der deutschsprachigen Gemeinschaft zusammenbringt, zeigt auch unsere Bürgerinitiative, das Junge Netzwerk, Herr Müller hatte es gerade erwähnt, dem sich mittlerweile 200 Menschen aus Argentinien angeschlossen haben, um den Kultur- und Erfahrungsaustausch zwischen Deutschland und Argentinien mit eigenen Projekten zu unterstützen. Diese Projekte können in den unterschiedlichsten Disziplinen stattfinden, im sozialen, ökologischen, kulturellen, aber auch im wirtschaftlichen und politischen Bereich. Proaktiv, lokal und bilateral, das ist die Formel, die die Mitglieder des Jungen Netzwerks beherzen. Und wir haben, wie Sie in dem folgenden Beitrag auch sehen werden, auch talentierte Musiker. Für Sie aus San Justo, Santa Fe in Argentinien, die Gruppe Los Cómplices de la Coincidencia.
Mitglieder des jungen Netzwerks aus Santa Fe, die Gruppe Cómplices de la Coincidencia. Wir sitzen jetzt hier in einer Gesprächsrunde mit Frau Professor Marianne Breik vom Lateinamerika-Institut der Freien Universität Berlin. Frau Breik begleitet unser Projekt schon jetzt auch seit fast 2 Jahren. Denn es ist auch aus wissenschaftlicher Hinsicht oder aus wissenschaftlicher Sicht interessant, über einen neuen Ansatz in der auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik zu sprechen, der bürgernah ist und zugleich auch die zahlreichen Menschen mit deutschsprachigem Hintergrund in Lateinamerika einbindet. Frau Professor Breik, herzlich willkommen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin gerne hier. Frau Professor Breik, Deutsche in Lateinamerika, das ist für viele Personen kein unbelastetes Thema. Auch in unserer Arbeit haben wir es immer wieder mit diesen typischen Assoziationen zu tun. Allerdings sehen wir, dass heute die deutschsprachige Gemeinschaft nach mehreren Generationswechseln sehr viel offener und pluraler geworden ist und in der Regel ein großes Interesse am heutigen Deutschland zeigt. Sollte Deutschland sich vor diesem Hintergrund nicht aktiver um eine Beziehung zu diesen zivilgesellschaftlichen Akteuren kümmern? Ich glaube ja, weil Deutschland ist ja ein Global Player und ist sehr stark auf Multilateralität ausgerichtet und dazu brauchen wir Lateinamerika. Und ich glaube, auf der staatlichen Ebene, da klappt es schon ganz gut. Aber globale Politik braucht auch lokale Bewegungen und lokale Akteure. Und da sind zivilgesellschaftliche Akteure ganz zentral. Und natürlich ist es sehr viel einfacher oder leichter oder zuträglicher, wenn es sich um Menschen handelt, die sich engagieren in einer positiven Beziehung zu dem aktuellen, was aktuell in Deutschland passiert. Und ich glaube, da gibt es auf beiden Seiten eine große Pluralität und gemeinsame Themen. Wir haben gemeinsame Probleme, Corona ist eines. Ne? Wir haben verschiedene Herangehensweisen, diese gemeinsamen Probleme zu lösen. Und ich glaube, wir brauchen sozusagen diese Vielfalt und Pluralität von unten herauf und auf lokaler Ebene, um diese globalen Prozesse gemeinsam zu gestalten. Ein Schwerpunkt unserer Arbeit ist die Modernisierung und die thematische Diversifizierung in den Vereinen. Trotzdem ist es nicht ganz einfach für viele Mitglieder der Vereine, sich von diesen oftmals folkloristischen Vorstellungen über Deutschland zu lösen. Hat die im Ausland durchaus beliebte Folklore keinen Wert für die auswärtige Kulturpolitik? Naja, also das Oktoberfest ist ja auch nur eine bekannte Angelegenheit. Also ich glaube, dass Feste zu feiern, das machen ja alle Gemeinschaften, also auch kirchliche Gruppen und so weiter, ist natürlich wichtig für Identitätsstiftungen, für Freude und Zusammengehörigkeit und da ist es natürlich zentral, aber es macht sozusagen keine nachhaltige Beziehung zwischen zwei zivilgesellschaftlichen Akteuren oder verschiedenen. Da muss es schon eine lebenswertliche Verankerung geben. Ne? Und dann reicht einmal eine Fiesta im Jahr nicht aus, so gerne ich Fiestas feiere. Aber wir hören raus, Sprache und selbst auch diese folkloristische Imagination können ein Schlüssel sein, um Alltagswelten zu verbinden. Sehen Sie das so? Ja, das hängt von den Generationen ab. Ich glaube, es kann ein Vehikel sein, dass Menschen in Begegnungen kommen. Ne? Was daraus wird, hängt von den Lebensrealitäten der Menschen ab. Und das finde ich auch das Spannende an Ihrem Ansatz, dass Sie sich bemüht haben, sozusagen die Vielfalt der an der deutschen Sprache, Kultur, Wissenschaft orientierten Akteure in Lateinamerika, gerade unter den jungen Leuten zu finden und sie anzusprechen. Und ich möchte noch mal eins ganz, ganz, ganz zentral. Lateinamerika ist immer noch ein junger Kontinent, auch wenn er sozusagen uns folgt und allmählich ein älterer wird. Aber genau in diesem Potenzial der vielfältigen jungen Leute ist genau die Zukunft des Kontinents und ist auch unsere gemeinsame Zukunft. Wir haben ja, ich habe es anfangs schon gesagt, ein tolles Interview auch in dem Buch, was wir heute vorstellen mit Ihnen. Und an einer Stelle sprechen Sie davon, je facettenreicher die Interaktion, desto größer ist die Chance, unterschiedlichste Menschen und ihre Alltagsrealitäten in Bezug zu Deutschland zu bringen. Und in dem Sinne plädieren Sie auch dafür, dass grundsätzlich die AKWP, also die Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik, eine Politik sein sollte, die ein möglichst plurales Bild Deutschlands vermittelt, um eben diese verschiedenen Schnittpunkte auch anzubieten. Genau, ich denke, wir diskutieren durchaus kontrovers über Klimawandel,
Wir diskutieren durchaus kontrovers über Diversität, über Geschlechterverhältnisse, über Feminismus und so weiter. Und ich glaube, auch in Lateinamerika diskutieren wir kontrovers über diese Themen. Und es gibt vielleicht zwischen der jungen Generation auch gemeinsame Themen, wie zum Beispiel die Fridays for Future, die durchaus ein Potenzial hat, den wir noch gar nicht sehen, weil wir schon in einer anderen Generation sind. Und ich denke auch, was es gilt, ist den Generationswandel zu gestalten. Wenn wir das nicht schaffen, dann werden wir wird unsere Verbundenheit eine generationelle, vielleicht nicht Ende, aber eine Grenze finden. Und das wäre sehr schade. Vielen Dank, Frau Professor Breich vom Lateinamerika-Institut der Freien Universität Berlin. Wir haben jetzt noch einmal einen musikalischen Beitrag aus San Justo, Santa Fe. Jetzt weitere Gesprächsgäste und Unterstützer der Stiftung Verbundenheit in Argentinien begrüßen. Bei uns sind die Bundestagsabgeordneten Alois Kahl und Thomas Erndl. Herzlich willkommen. Herr Kahl, Sie sind im Parlament Chefberichterstatter des Haushaltes des Auswärtigen Amtes, sozusagen der Hüter des Geldes. Sie haben selbst mehrere Male in Südamerika Bildungseinrichtungen, aber auch das Netzwerk deutscher Schulen besucht, mit dem wir ja auch stark zusammenarbeiten. Inwieweit ist es notwendig, auch
nach der Schul- und Studienzeit Netzwerke wie das der Stiftung Verbundenheit für einen Kulturaustausch der Bürger zur Verfügung zu stellen? Ja, alles andere wäre ja auch eine Vergeudung von Ressourcen und wäre eine Vergeudung der Möglichkeiten, die wir haben, gerade wenn Schüler, wenn Studenten in Netzwerken verbunden sind, ob das jetzt über unsere Passschulen sind, geht, ja, also unsere Partnerschaftsschulen oder über den Deutschen Akademischen Austauschdienst, dann sind Verbindungen natürlich da. Aber mit der Beendigung der Schulzeit, mit Beendigung der Studienzeit soll das gut haben, sage ich mal, da ja nicht verkommen, sondern soll weitergeführt werden. Und da ist die Stiftung Verbundenheit ein wirklich sehr guter Faktor. Und das unterstützen wir natürlich auch, auch haushaltsmäßig. Ja. Ich darf vielleicht so anfügen, es hat ja aus kleinen Anfängen begonnen. 2018 waren das 7.000 Euro. Und das Jahr drauf waren da schon das 20-fache, nicht? 140.000. Aber so geht das natürlich nicht fort. Jedes Jahr um das 20-fache, das wäre natürlich durchaus akzeptabel, meint Hartmut Koschig. Aber es geht auch in diesem Jahr auf 150.000 Euro und im nächsten Jahr möchten wir das auch so halten, um diese segensreiche, wirklich gute Einrichtung und Arbeit weiter zu begleiten, finanziell auch zu begleiten. Also Sie sehen auch im Vokabular, es wird sehr finanztechnisch, aber das ist sehr gut. Und ich hatte mich schon gefreut, dass wir im nächsten Jahr eventuell auf das 20-fache ansteigen können. Aber die Regierungsfraktionen von CDU, CSU und SPD haben Anfang des Jahres einen Antrag zur auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik vorgelegt, in dem dafür plädiert wird, interessensgeleiteter zu agieren. Und beispielsweise Themen wie die Förderung des Fachkräfteaustausches, aber auch die Berufsausbildung über kulturpolitische Initiativen zu ermöglichen und stärker zu fördern. Wir haben dieses Thema ja auch in unserem Projekt aufgegriffen. Wie beurteilen Sie diese pragmatische Leseart der auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik? Ja gut, ich meine, das bedingt sich ja und ergänzt sich ja auch, wenn junge Leute als Schüler bei uns sind oder als Studenten, als Auszubildende, dann haben sie natürlich eine Verbindung zu Deutschland erheblich. Oder wenn Deutsche in Argentinien sind oder in Südamerika sind, haben sie ja in der Tat sehr intensive Beziehungen. Und das muss man dann auch hinterher nutzen, das ist ja ganz klar. Sie sollten auch betreut werden, in Netzwerken auch nachgeschärft werden. Sie sollten gute Botschafter ihres Landes sein, die eben als Argentinier Deutschland gut kennengelernt haben und dann auch diese Erfahrungsschätze, die sie bei uns hoffentlich positiv gemacht haben, dann auch in ihrem Heimatland Argentinien einsetzen. Das nützt uns als Deutschland und aus diesem Grunde möchten wir diese kulturellen Verbindungen auch im wirtschaftlichen und im persönlichen und im gesellschaftlichen nutzbar machen. Vielen Dank, Herr Karl. Wir begrüßen jetzt Thomas Erndl. Ich bin froh, dass wir mit Herrn Thomas Erndl auch einen Fachmann der AKBP, wie es im Fachjargon heißt, zu Gast haben. Herr Thomas Erndl ist der stellvertretende Vorsitzende des Unterausschusses Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik im Deutschen Bundestag. Herr Erndl, 200 deutsche Kulturvereine existieren allein in Argentinien. Millionen von Menschen in Lateinamerika haben einen deutschen Hintergrund. Wo sehen Sie den Mehrwert, Gemeinschaften deutschsprachigen Ursprungs gezielt als Partner auch in die auswärtige Kultur- und Bildungspolitik einzubinden? Ja, ich meine, die Aufgabe der auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik ist ja, Freunde für unser Land zu gewinnen. Und jetzt im Fall Argentinien gibt es natürlich schon viele, die eine Verbindung mit unserem Land haben. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir die auch einbinden und aufnehmen und entsprechend bespielen. Wir haben natürlich unsere Mittlerorganisationen, Goethe-Institut, die natürlich in den Metropolen präsent sind. Aber ich glaube, die Aufgabe und die Herausforderung in der Zukunft ist, dass wir wirklich auch in der Fläche präsent sind und vielen Menschen die Möglichkeit geben, sich für Deutschland, für deutsche Kultur, für die Sprache zu interessieren und die auch irgendwo eine Verbindung dann auch institutionell haben. Und deswegen ist es gut, dass wir die Vereine da auch entsprechend mit einbinden. Sie haben es eben gerade angesprochen, Mittlerorganisationen wie das Goethe-Institut, der DAAD etc. Haben natürlich oft auch mit diesen geografischen Distanzen Schwierigkeiten, auch mit ihren
angeboten, alle zu erreichen. Deswegen haben wir damals auch gesagt, wir möchten die Bürger mehr als Multiplikatoren auch noch einbinden. Wir stellen mit unserem Konzept der Bürgerdiplomatie deutschsprachige, aber auch deutschinteressierte Bürger, das muss man dazu sagen, deutschinteressierte Bürger in den Mittelpunkt des Ideen- und Werteaustausches zwischen Südamerika und Deutschland. Vor diesem Hintergrund nochmal die Frage, sollte die auswärtige Kultur- und Bildungspolitik sich nicht noch stärker auch dem Bürger zuwenden? Vor allem, wenn wir bedenken, dass die Reichweite, wie gesagt, der Mittlerorganisationen oftmals auch begrenzt ist. Ja, da bin ich voll bei Ihnen, das sollten wir machen. Wir sollten versuchen, das noch etwas kleinteiliger aufzusetzen. Wir probieren da auch erste Instrumente aus und versuchen sozusagen damit auch etwas Fläche besser zu erreichen und vielleicht auch die ländlichen Räume besser zu erreichen. Und am Schluss ist ja jeder, der sich für Deutschland, für Europa interessiert, für unsere Kultur und Werte, auch ein Gewinn für die Zivilgesellschaft, zum Beispiel in Argentinien, stärkt die Zivilgesellschaft. Und deswegen ist es ganz, ganz wertvoll, dass es eben auch Initiativen wie das Junge Netzwerk gibt, die genau in dieser Lücke ihre Aktivitäten entfalten. Wir sind froh, dass wir auch jetzt mittlerweile sehr viel Gemeinschaftsprojekte mit den Mittlerorganisationen, nicht nur mit den deutschen Botschaften, sondern auch mit den Mittlerorganisationen in Argentinien, aber mittlerweile auch Paraguay, Bolivien und im nächsten Jahr dann auch Chile hoffentlich anpeilen können. Deswegen nochmal ganz herzlichen Dank auch für diese Einschätzung an unsere beiden Gesprächspartner aus dem Parlament. Und wir kommen langsam zum Ende der Live-Sendung, aber wir haben noch einen ganz besonderen Gast heute bei uns, den man besser mit einem Videoausschnitt beschreibt. Hallo. Schwester Julia? Ja? Sie haben eine große Chance. Hm? Verderben Sie es nicht. Kommen Sie? Ja. Wer kümmert sich dann um Hans? Bild dir bloß nichts ein. Das, was du machst, schaffen wir zur Zeit locker. Du hast keine Ahnung, wie sein Tagesablauf aussieht. Das kann man alles lernen. Hast du ja auch. Außerdem hat sich sein Zustand enorm verbessert. Oh. Mensch, seid ihr verrückt geworden? Wir kommen hier um Vorsorge und ihr macht einfach eine Spritztour? Wieso? Ein Anruf hätte genügt. Ich wollte das wirklich nicht. Ich wollte Yvonne einfach nur einen Denkzettel verpassen. Das war meine Musik und das sind meine Texte und die wackelt einfach mit dem Arsch und setzt sich auf seinen Schoß und kriegt alles. Den ersten Platz am Mikro, den größten Gesangspart. Und die Texte, die wollten sie mir auch noch klauen. Dem fetten Mädchen. Ich habe einfach alles kaputt gemacht. Sarah Kotsch, Schauspielerin und Synchronsprecherin aus Berlin, jetzt hier bei uns in der Plauderecke, will ich fast schon sagen. Wir sind sehr froh, dass du hier bist, Sarah. Wir sind natürlich auch sehr froh, dass du unsere Projekte mit unterstützt. Du bist bekannt aus der Fernsehserie wie Tatort, In aller Freundschaft, GZSZ, aber du hast auch eine berufliche Verbindung zu Argentinien. Und mit dieser Frage habe ich schon das Hallo vorweggenommen. Hallo, Sarah. Hallo. Freut mich, hier zu sein. Vielen Dank. Also viele Leute kennen dich aus dem Fernsehen, aber wenig Leute wissen, dass du auch mit Argentinien eine berufliche Verbindung hast. Ja, tatsächlich habe ich letztes Jahr eine argentinische Netflix-Serie synchronisiert namens Go Vive Tu Manera. Die Hauptlokalität, wo eigentlich die ganze Serie spielt, ist eine Tanz-, Gesangs- und Eliteschule, wo es aber nicht nur um Tanzen geht, sondern auch um Rivalitäten, Mobbing, Alltagsprobleme einfach unter Jugendlichen und natürlich auch die erste große Liebe. Das hört sich nach einer Menge Drama an. Genau. Und wenn wir gerade über Drama sprechen, wir haben ja auch in unserer Arbeit immer wieder wir haben das eben bei Frau Professor Peik auch thematisiert, sehr viel mit Stereotypen zu tun, was die Deutschen angeht, diese kleinteilige Genauigkeit etc. Hast du in dieser Serie, die du synchronisieren durftest, auch diese typischen argentinischen Stereotypen wie Tango, Steak etc. gesehen? Also tatsächlich ist mir speziell jetzt Tango, obwohl es ja eine Tanzserie ist, und Steak nicht begegnet. Was mich aber tatsächlich sehr überrascht hat, ist, es war unglaublich farbintensiv, wahnsinnig bunt und doch sehr überdramatisch gespielt, wie wir es in Deutschland vielleicht nicht ganz umsetzen würden. Man muss dazu aber auch sagen, es ist halt eine klassische Telenovela, wie man sie so in Deutschland gerade gar nicht finden würde. Es scheint aber wahnsinnig erfolgreich zu sein, denn es ist direkt eine Staffel eingekauft worden von Netflix, direkt noch eine zweite. Eine dritte wird auch noch folgen, soweit ich weiß.
Und ich glaube, eben weil es halt anders ist als das, was die Deutschen kennen, schlägt es halt dann, wie man so schön sagt, hier auch einfach ganz gut ein. Sarah, du hast schon früh deine Popularität auch genutzt, um dich ehrenamtlich und sozial zu engagieren. Du hast zum Beispiel ein Ratgeberbuch für junge Mädchen in der Pubertät geschrieben. Wir arbeiten mit der Stiftung im Bereich des Bürgerengagements. Was bedeutet für dich ehrenamtliche Aktivitäten? Tatsächlich habe ich mir ehrenamtliche Aktivitäten schon sehr früh irgendwie auf die Fahne geschrieben, weil ich einfach finde, es tut nicht weh zu helfen. Also sei es jetzt, man sieht einen Obdachlosen vor einem Supermarkt und einfach mal zu fragen, was hättest du gerne zu essen, was bräuchtest du, einfach Kontakt herzustellen und zu fragen. Mir selber geht es danach immer besser und der Person, der ich in dem Moment geholfen habe, letzten Endes auch. Deswegen habe ich damals auch das Buch geschrieben, weil ich dachte, ich habe damals so viel Fanpost von jungen Mädchen bekommen, denen es nicht gut ging. Ich hatte halt die ganze Pubertät in der Serie dargestellt und dachte, mein Gott, ich selber bin sowieso die ältere Schwester einer jüngeren Schwester, von daher kann ich doch einfach das, was ich selber irgendwie schon gelernt habe, in meinem Leben weitergeben. In diesem Rahmen finde ich es zum Beispiel ganz toll, dass Leute in Argentinien mit einem deutschen Background sich sozial engagieren. Also, und ich halte da speziell Kultur für ein ganz tolles, verbindendes Mittel. Wir sind ja in Kontakt gekommen über die Initiative Junges Netzwerk. Du hast davon mitbekommen und hast dich dann auch bereit erklärt, natürlich da irgendwie auch mitzumachen. Du hast es gerade gesagt, Kultur kann ein stark verbindendes Medium auch sein. Ja. Sehen wir dich bald in Argentinien? Ich würde sehr gerne mal nach Argentinien kommen. Ich hätte große Lust, die deutsche Kultur, die in Argentinien, beziehungsweise den Deutschen, die in Argentinien leben, näher zu bringen. Zum Beispiel in der Form, dass man gemeinsam einfach ein Stück erarbeitet oder solche Geschichten. Also ja, sehr gerne. Du hast ja auch selbst in deiner Biografie einen, ich sag mal, gemischten Hintergrund. Dein Nachname verrät es ein bisschen, osteuropäische Wurzeln. Was bedeutet für dich diese Verbundenheit mit verschiedenen kulturellen Hintergründen? Also ich muss ehrlich gestehen, also meine Oma ist Tschechin und mein Opa Pole. Also ich trage zwar den Namen Kotsch, der aus dem Slawischen kommt, aber tatsächlich bin ich dieser Lebensrealität gar nicht so nahe gekommen, weil ich dort halt nicht aufgewachsen bin. Ich fühle mich einfach als Berlinerin, wenn man es noch enger eingrenzen möchte, meinetwegen auch noch als Ostdeutsche, weil ich bin 1988 geboren, da gab es die Mauer noch. Aber letzten Endes, glaube ich, ist es wichtig, dass meine Nähe zu diesen Lebensrealitäten auch bekommt. Das heißt, ein Verbundenheitsgefühl geht über die Zeit auch verloren, wenn man es nicht mit neuen Inhalten füllt. Absolut, korrekt, ja. Sehr schön. Das ist natürlich ein wunderbares Schlusswort auch für uns. Wir haben über das Projekt und die Arbeit der Stiftung Verbundenheit in Argentinien gesprochen. Wir sind jetzt am Ende. Ich möchte aber vorher noch das Wort dem Ratsvorsitzenden der Stiftung Verbundenheit, Herrn Hartmut Koschig, noch einmal überlassen. Und ich sehe auch, dass in der Kamera, in die der Herr Koschig spricht, auch noch mal dieses schöne Buch zur Verfügung bzw. gezeigt wird, was bald auch auf unserer Internetseite zum Download bereitsteht. Herr Koschig. Ja, vielen Dank, lieber Marco Justkilles. Am Ende dieser tollen live gestreamten Eventveranstaltung hier aus der argentinischen Botschaft in Berlin möchte ich vor allem Ihnen, Herr Botschafter Delgado, Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die großartige Gastfreundschaft danken, die wir hier in der argentinischen Botschaft in Berlin genießen konnten. Ich möchte allen Damen und Herren danken, die dabei waren, live hier in der argentinischen Botschaft in Berlin, aber auch zugeschaltet aus Argentinien, aus Goslar und wo auch immer. Aber ich möchte Marco Justkilles ganz herzlich nicht nur für seine Arbeit als Projektleiter unseres Argentinien-Projektes danken, wissenschaftlich erstklassig qualifiziert, aber auch ein wahrer Frontman, der wirklich in kürzester Zeit, natürlich mit Unterstützung von Parlament und Regierung in Argentinien, diese neue Akzente in der auswärtigen Kultur- und Bildungsarbeit, vor allem mit einem starken zivilgesellschaftlichen und auf junge Menschen ausgerichteten Akzent gesetzt hat. Ganz herzlichen Dank für Ihre Arbeit. Machen Sie weiter so. Ich glaube, dass Ihnen die Unterstützung sowohl aus Parlament und Regierung gewiss ist. Aber so eine live gestreamte Veranstaltung ist auch immer eine technische
Herausforderung. Und lieber Max Dörres, ganz herzlichen Dank. Hinter den Kulissen hat er diese Veranstaltung technisch konzipiert, hat sie wunderbar live gestreamt mit Unterstützung von Justus Schiemöller. Also einen ganz herzlichen Dank und bleiben Sie der Stiftungsarbeit gewogen und sind Sie mit uns unterwegs bei tollen Kultur-Bildungsprojekten für alle Generationen in Argentinien und wenn das mit der Unterstützung aus Regierung und Parlament klappt, demnächst auch in anderen Ländern Lateinamerikas. Herzlichen Dank.